Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen hier beim Hilbili auf dem Kanal. Hilbili kocht heute nur eine Kleinigkeit. Wir machen ein bisschen Rosenkohl, Kartoffeln und ein bisschen Geschnetzeltes dazu. Und dazu müssen wir aber erstmal die leidige Arbeit machen und den Rosenkohl sauber machen, ne? Die beiden äußeren Blätter weg und ein bisschen anschneiden. Da habe ich gedacht, das ist doch gerade schöne Gelegenheit, mal auch das neue Karl Fixblade in der Küche einzuweihen. Richtig beim Kochen und nicht nur beim Verspannen, ne? Denn das hat eine richtig angenehme Schneide, schön scharf, Flachschliff und macht sich in der Küche bisher schon ganz gut. Jetzt mal gucken beim Gemüseschnibbeln, wie das hier so geht, ne? Gerade für solche Sachen sind eigentlich Messer interessant, die eine ganz feine Schneide haben und eine dünne Klinge, ne? Was da wirklich immer cool kam, waren kleine Spyderkos, die unglaublich scharf sind. Und so ein Spyderko mit 2 mm Klinge, wenn ich da so an das Deli K4 denke, das war ein Wahnsinnsmesser für die Küche, ne? Aber hier, das geht trotz 4 mm Klinge auch ganz gut. Sie ist unten Gott sei Dank noch nicht so dick, ne? Aber du merkst es halt gleich, ob eine Klinge 4 oder 2 mm hat, ne? Manche Küchenmesser, wenn sie noch so groß sind, sind sie ja gerade mal 1,5 mm stark an der dicksten Stelle, ne? Aber geht ganz gut. Kartoffeln schälen wir natürlich mit dem Kartoffelschäler, also das ist wesentlich angenehmer. Bisschen die schlechten Stellen wegschneiden. Ja, ich glaube, so die Rosenkohlzeit ist auch vorbei, ne? Muss man mögen. Rosenkohl ist nicht jedermanns Sache. Aber Rosenkohl und Brokkoli sind die beiden sehr gesunden Gemüsesorten für den Magen. War, ich glaube, vor 2 Jahren in der Arbeit des Nobelpreisträgers der Medizin. Der hat herausgefunden, dass bei diesen beiden Gemüsesorten ein Stoff im Magen abgebaut wird bei der Verdauung von Brokkoli und Rosenkohl, der unheimlich gut sein soll für die Heilung und Regeneration und Vorbeugen im Magen. Also ruhig mal zu einem Rosenkohl und zu einem Brokkoli greifen. Soll sehr gut sein. Ich persönlich mag es auch. Brokkoli und Rosenkohl. Jo, da brauchen wir jetzt aber nicht bei allen zugucken. Da zappen wir dann wieder rein, wenn wir zum nächsten Schritt kommen. Also bis gleich. So, Lille, also zum Rosenkohlschneiden hat es schon mal einen guten Job gemacht. Was wir jetzt hier noch brauchen, müssen wir unser Geschnetzeltes schon mal ein bisschen aufweichen hier, ne? Das riecht jetzt schon gut. Und dann brauchen wir natürlich wie immer noch ein bisschen Zwiebeln und Knoblauch mit dazu. Das muss schon sein für eine schöne, leckere Soße. Schöne große Knoblauchscheiben. Kochen sie nicht ganz und man hat nachher noch ein bisschen was davon. Naja, die haben Aroma. Ja. Scheibchen sind so hochdünn, kleben am Brett fest.
Kartoffeln kochen schon schön vor sich hin. So ein kleiner Schalten und hier der Rosenkohl ist auch in Arbeit. Fangen wir hier vorne doch schon mal mit Zwiebeln und Knoblauch an, ne? Das darf jetzt hier gleich mal ein bisschen anbrutzeln. Jawohl. Schön im Olivenöl. Muss man aufpassen, dass auch nicht zu schnell heiß werden hier die Knoblauch. Wenn die zu heiß werden, dann ne, die schmecken ein bisschen komisch. Weiter. Zwiebeln und Knoblauch werden schon leicht braun. Dann packen wir hier gleich mal unser Gelschnetzel das mit rein. Dann darf das noch ein bisschen anbraten. Wir werden nachher schon ein bisschen Mehl und dann schon in der Hafermilch ganz lockig schlagen, dass wir dann noch als Soßenbinder verwenden werden. So. Salzen. Etwas Pfeffer. Ein bisschen Grünzeug. Und wir haben hier auch neues Feines von unserem schwäbischen Kräuter- und Gewürzlieferant. Pilzwürze. Eine leckere Geschmacksrichtung. Was haben wir denn hier Schönes drin? Kümmel, Pilz, Pulver, Senf, Mehl, Pfeffer, Koriander, Zwiebeln, Petersilie, Knoblauch. Lecker. Und nachher kommen noch ein paar Pfifferlinge dazu. Aber jetzt muss ich mal ganz schnell die Flüssigkeit vorbereiten mit dem Mehl, bevor uns das hier anbrennt. Nee, das ist keine Halden für zwischendurch. Da haben wir ein bisschen von der guten Köln-Hafer. Wasser mit ein bisschen Mehl und damit löschen wir das Ganze jetzt ab. Dann gibt es eine schöne sämige Soße. Jawohl. Oh, dann kommen natürlich wie immer noch unsere Pfifferlinge mit rein. Dann nehmen wir das Pilzwasser gerade mit. Erste Klasse Pfifferlinge. Und dann natürlich wie immer ein bisschen von unserer Vella-Bratensoße. Dann kann man natürlich immer noch ein bisschen nachfüllen, sollte das Ganze zu fest werden. Außerdem hat man dann genügend Soßenmaterial, wenn man zum Beispiel mit Knödel arbeitet. Da kann man ja nicht genug Soße haben. Ja, das Zeug in Soße regelrecht ersaufen. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Vella. Ihr erinnert euch, das ist dieses Teerzeug. Das backt die Teer. Macht aber ein ganz feines Süßchen. So. Das rühren wir dann da ein bisschen unter. Wunderbare Bratensoße, aber voll vegan. Alles nur aus pflanzlichen Bestandteilen. Diese Vella-feine Soße zum Braten eignet sich also auch für die Vegetarier und Veganer. Wahrscheinlich gleich wieder die Standardantworten, wieso wir oder Standardkommentare, wieso wir Vegetarier immer Fleisch essen nachbauen.
Manchmal habe ich das Gefühl, den Tieressern gehen die Argumente aus, weil das ist das Einzige, das ich jedes Mal höre. Wieso muss ein veganes Würstchen aussehen wie ein normales Würstchen? Ja, wie soll es denn sonst aussehen? Eine dreieckige Pyramide oder was? Wie will sie denn eine dreieckige Würstchenpyramide in einen Hotdog reinmachen, ne? In so ein Hotdogbrötchen. Warum soll das eine andere Form bekommen, nur weil es rein pflanzlich ist? Da braucht man sich nicht umgewöhnen, was Zubereitung oder Zutaten angeht, wenn das Zeug die gleiche Größe und Gewicht hat. Und es ist natürlich für viele Fleischesser die Möglichkeit, sich leichter mal daran zu gewöhnen und zu sagen, okay, jetzt lasse ich mal das fettige Schweinefleisch weg und nehme mal was rein pflanzliches, weil ich vielleicht Probleme im Bluthochdruck mit Cholesterin oder mit Diabetes oder mit sonst was habe. Ne? Da kann man dann noch einmal die Woche sagen, okay, gibt's mal kein Fleisch, gibt's das ganze Ding halt mal ohne. Und wenn das Ganze noch aussieht wie bisher, fällt es vielen Menschen leichter, sich daran zu gewöhnen, wie wenn das jetzt hier Pyramidenteile wären. Ne? So, ja, genug der leidigen Diskussion, wieso ich keine Tiere esse. Ich habe es dann lieber, wenn sie noch in der Gegend rumlatschen und ich mich nicht damit ernähren muss. So, aber das darf jeder selber machen, wie er will. Ne? So, mal abschmecken, wenn das Ganze schon mal schmeckt. Ist jetzt nicht, nichts großartig dran, also Salz, Pfeffer und diesem Pilzgewürz. Oder ein bisschen Wella. Lecker. Können wir das auch runterschalten? Dass das jetzt hier nicht zu dickflüssig wird. Lassen wir das jetzt hier bei kleiner Flamme ein bisschen noch vor sich hin köcheln. Bis noch der Rosenkohl und die Kartoffeln fertig sind. Dann zappen wir wieder rein, wenn es Futter gibt, ne? Also, bis gleich. So, Odile, jetzt geht's aber los. Hier haben wir schon mal unsere Beilage. Schöne Kartoffeln vom Bauernhof. Und ein bisschen Rosenkohl. Jo. Kartoffel hier rein. Ein bisschen Rosenkohl. Klein. Das sind ja Elendsbrocken. So, natürlich hier schön mit unserem neuen Küchenhelfer. Dann können wir das schon mal rüberstellen. So, jetzt kommt hier die große Pfanne. Mit unserem Pfifferling geschnetzelten. Ja, das ist jetzt ein bisschen angezogen. Das darf noch ein bisschen ruhen. Jawohl, herrlich. Schön durchgezogen. Zwiebeln, Knoblauch, Pfifferlinge. Und ein bisschen Soja geschnetzeltes. Herrlich. Oh, da läuft immer das Wasser im Mund zusammen. Ein bisschen Soße rausfischen. Na, Stefan, schon wieder Hunger? Wieder mal Zeit für eine Food Battle. Hä? Oh, herrlich, 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 herrlich. Noch ein bisschen Salz. Ich mag gern das Geschmetzelte so ein bisschen salziger. Noch ein bisschen Grünzeug, ne, fürs Auge. Und noch ein bisschen Pfeffer oben drauf. Diese Pfefferöle dann auf der Hitze so ein schönes Aroma entfalten. So. Blitzschnelles Essen. Brauchst du nicht länger wie eine halbe Stunde. Schmeckt lecker. Ist gesund. Und kein tierisches Fett drin. Oh, nur noch ein bisschen heiß. Müssen wir fast noch ein bisschen stehen lassen, aber ich will jetzt schon mal ankosten. Also Mahlzeit, Leute. Butterzart. Oh, das war allerhöchste Zeit, dass es rauskam. Das hätte nicht mehr länger drin bleiben dürfen. Sonst wird das zu weich und ich habe es eher noch ein bisschen bissfest.
Mmh. Oh, lecker. Genau, noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer drauf. Mmh. Rosenkohl. Mmh. Oh. Du weißt. Muss noch ein bisschen stehen bleiben. Oh, Stefan, ich sag's dir, du. Lecker. Guck dir diese erste Klasse Pfifferlinge an, du. Oh. Also, da muss ich sagen, beim Essen, oh, das spare ich da nicht, ne? Da gibt's nicht hier so Pilze, dritte Wahl, ne? Das muss einfach. Hm, gute Pfifferlinge. Da müsst ihr das Beste nehmen, was ihr kriegen könnt, weil das schmeckt dann so richtig gut in der Soße. Hm. Oh. Sagenhaft, Leute. Ihr wisst Bescheid. Esst weniger Fleisch und Wurst, dafür mehr Obst und Gemüse. Heute mal in der Küche mit dem neuen Raimund Karl Custom Messer. Schönes Teil, auch in der Küche und selbst dann auch mit nassen Händen, obwohl das hier glatt poliertes Holz ist. Aber so ein Naturstoffholz ist wunderbar in der Hand. Also Leute, bleibt gesund, schaut wieder mal rein, wenn es was Neues gibt. Heute war es wieder mal was zum Essen, ne? Muss auch sein. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Und dir, Stefan, noch einen guten Appetit, ne?